Hallihallo, liebe Freunde. Ich bin back. Geiler Scheiß. Mein Laptop ist endlich wieder von den Toten auferstanden, repariert worden und willkommen zu diesem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Das ist eigentlich klar. Ich habe meist mit Hearthstone ja am Hut, deswegen ist auch eigentlich jeder hätte sich 1 plus 1 zusammenzählen können und sich denken können, dass dieses Let's Play kommt. Es ist der Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer. Der Lich Kel'Thuzad und 14 andere tödliche Bossgegner erwarten euch und werden euch auf eine harte Probe stellen. Besiegt die Bosse, um eine einzigartige Naxxramas-Karte zu erhalten. Ich muss schon sagen, ich bin jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ich habe es schon angetestet und die ersten drei Bosse besiegt. Aber ich werde es natürlich nochmal zeigen. Und so, und dann ab dem solchen Viertel wird es dann auch für mich blind sein. Ich spare schon richtig Geld, habe schon 600 Münzen, noch ein bisschen was und dann habe ich dann schon genug und kann für euch das nächste Viertel spielen. Und halt der Naxxramas ist halt ein Abenteuer, man spielt halt gegen NPCs. Es gibt verschiedene Viertel, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Nach jeder Woche, gerade das ist die zweite Woche, deswegen ist solchen Viertel geöffnet, kann man sich für 700 Münzen oder 590 bezahlen. Kaufen, meine ich. Und, ja, man kriegt halt immer Karten pro Boss und am Ende noch eine Belohnung. Zwischen hier, solchen Viertel sind inzwischen alle Belohnungen. Immer, man kriegt am Ende auch immer eine legendäre. Manche. Die Gegner sind auf jeden Fall sehr interessant, die Bossgegner. Und aber im normalen Modus sind sie zu schaffen, wenn man ihre Heldenfähigkeit gut auskontert. Und im ersten Part werde ich mich erstmal um Anubrekan kümmern. Anubrekan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Ja, Anubrekan ist einer der besten Spinnenfürsten des uralten Spinnenreichs Azol-Nero. Also ist erstmal so ein Einsteigergegner, seine Fähigkeit ist 3-1er Neruba für 2 Mana. Kann man viel spammen. Ist nicht schlecht. Ich habe es schon ausprobiert. Ich werde für diesen Gegner eine Klasse nehmen, die ich abgrundtief hasse. Und ihr werdet sie, glaube ich, das erste Mal in meinem Deck da im Let's Play sehen. Oder das ist halt ein eigenes Let's Play. Das ist nämlich der Priester. Ein dreckiger Bastard, der sie an die nur. So, ich bin richtig heiß von Naxxramas, auf jeden Fall auf die neuen Viertel und so, weil die Heldenfähigkeiten sind immer eine Herausforderung, man muss immer ein richtiges Deck finden, um das auszukontern. Anduin gegen Anubrekan! Also mit dem Naxxramas Update gibt es halt die neuen Bosse, die Umgebung, es gibt neue Umgebung und auf jeden Fall viele neue Karten, die ich euch nach dem Part mal zeigen werde. Also auf jeden Fall die Belohnung, die man nach dem Anubrekan-Kampf bekommt. Dann gehen wir schon mal ins Spiel, die Lichtwächter. Im Namen des Lichts! Das hier, die haben auch den Naxxramas-Kartenrücken, den ich dann morgen bekommen werde. Mit der neuen Saison, das zeige ich dann auch im normalen Hearthstone 2. Hier zum Beispiel den Pilzwurm spielen. Da hier draufhauen, dass da Spinnen rauskommen. Wartet. Ja, hier zum Beispiel die ganze Zeit Gift rausholen oder so ein Scheiß. Kann man ganz viel witzig rumspielen. Stellt euch dem Licht! Hier zum Beispiel, wenn man hier dreht, baut sich der Druck auf, aber wird dann hier rausgelassen. Dann muss man das hier schließen. Wenn das hier offen ist, wird der Druck hier rausgelassen. Aber wenn man alles schließt, dann passiert das hier. Zack, durchglättet und Gott, der die Scheiße hier raus. Keine Ahnung, was das ist. Das hört sich
Beispiel. Das hier ist auch eine neue Karte. Die könnte man viel besser ausnutzen, wenn man immer warten würde, bis er halt übelst hochgepusht ist, aber die greifen dann immer direkt nach dem ersten Zug dann an. Das ist das Gute an den Axiomus-Bossen, die sind jetzt nicht so das hart integriert. Ich fürchte den Tod nicht! Oh, ganz viele Todesröcheln-Karten. Oh, da Schatten und Schmerz wäre perfekt. Tja, der Todesfürst gibt mir eine geilen Lichtboot. Cool. Jetzt so viele Karten auf die Hand. Oh, dann kann ich gleich im nächsten Zug göttlichen Willen machen. Geisterhafter Krabbler. Das ist zum Beispiel die Belohnung, die man damit bekommt. Der ist uns so gut eine gute Startkarte, dass man, wenn er halt stirbt, spielt er 2-1-1er herbei. Das ist auch ganz nett, um das schön aufzuteilen. Stellt euch dem Licht! Das auch. Nein, danke. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass man sie können halt Karten von jeder Klasse spielen. Das ist schon mal eine Herausforderung für sich. So, darf ich jetzt mal leben. Den heile ich. Den spiele ich. Stellt euch dem Licht! Der ist jetzt keine große Auswahl. Oh, und das war's schon. Okay, das ging jetzt schnell. Nein! Ich meine, unerheblich. Ihr werdet die Großwitwe niemals besiegen. Na doch. Natürlich werde ich sie besiegen. Auf jeden Fall. Aber die Großwitte kommt im nächsten Part. Das mache ich so ein Boss pro Part. Aber auf jeden Fall, ich habe die natürlich viel angetestet und alles schon geschafft, deswegen werden die Parts hier natürlich schnell gehen. Aber dafür werde ich dann wahrscheinlich 2 pro Tag machen. Die anderen Modi werde ich euch jetzt erklären. Zum Beispiel, das hier ist der Herausforderungsmodus. Da muss man, nachdem man die Bosse besiegt hat, kann man sie dann mit einem bestimmten Deck, das für einen vorbereitet wurde, muss man sie schlagen. Dann kriegt man halt auch Karten und heroische Modus. Der ist sehr sick, weil die Monster werden einfach, also die Heldenfähigkeiten werden so unfair und das Leben wird auch noch erhöht. Also ich habe es jetzt noch nicht geschafft, einen heroischen Boss zu besiegen und ich werde es auch kaum zeigen, Let's Play. Also das werde ich jetzt nie machen, das wären einfach nur verschwendete Parts. So, dann gehe ich mal meine Sammlung, zeige euch die Karte, die man nach dem Sieg gegen Anubrekan bekommt. Nämlich die geisterhaften Krabbler, nämlich 2 von der Zahl. Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, die einen hänseln. Okay. Läuft. Naja, auf jeden Fall. Das war's eigentlich schon für diesen Part von Axramas. Der ging relativ schnell. Aber, naja, die nächsten werden bestimmt länger. Ich muss mir da überlegen, ob ich da was dranhänge, aber... Schreibt gerne Bewertungen und so, wie ihr es findet und so, was ihr davon haltet, dass ich jetzt Naxxramas Let's Play, ob es langweilig ist, ob es, wie ihr gesagt, schnell geht, was ich da noch dranhängen könnte und so ein Scheiß. Und bis dann und ciao.